Ja, Rocky, heute Spiel gegen den Tabellenführer BFC Preußen 2. Wir haben 5-1 gewonnen heute. Dein Fazit vom Spiel möchten wir gerne mal dazu hören. Also Fazit vom Spiel, in erster Linie möchte ich erstmal sagen, ich bin unheimlich stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat, was die Mannschaft abgerufen hat und wie sie es umgesetzt haben, vor allen Dingen meine taktischen Vorgaben. Die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, wie gesagt, im taktischen Bereich, was wir besprochen haben, habe mir natürlich den Gegner zweimal angeguckt, im Pokalspiel und auch im Punktspiel, wusste, auf was heute auf uns zukommt. Habe natürlich auch dementsprechend die Jungs eingestellt und die haben das wirklich hervorragend umgesetzt. Von ersten von unserem Torwart bis hin zum Sturm hat einfach alles funktioniert. Hat wirklich alles funktioniert und wenn man so spielt, so arrangiert, wie wir heute, taktisch die Vorgaben einhält, kann man auch mal einen Spitzenreiter mit 5-1 wegfingen. Hast du wirklich gedacht, dass das Ergebnis so hoch ausfallen könnte nach dem Halbzeitstand von 1-1? Nein, auf keinen Fall, weil ich immer noch der Meinung bin, wir hatten in der Vorbereitungsphase, hatten wir schon mal den Preußen 2 bei uns da, die BFC Preußen, und haben schon mal 5-1 gewonnen. Habe aber der Mannschaft auch gesagt, Vorsicht, weil eine ist Vorbereitungsspiele, das andere ist Wettbewerb. Hätte natürlich im Vorhinein nicht gedacht, dass wir 5-1 gewinnen. Also hätte mir vorher jemand gesagt, wir spielen 2-2 oder einen Punkt, hätte ich unterschrieben. Weil erste Halbzeit war auch der Gegner erwartet stark, war wirklich vom Niveau her ein Spitzenspiel gewesen, war ein schnelles Spiel, ein flüssiges Spiel. Der Gegner hat gut mitgehalten, hätte auch 2-1 in Führung gehen können, keine Frage. Wir hätten natürlich auch schon früher den Sack zumachen können, auch keine Frage. Aber ich möchte nochmal betonen, dass der BFC Preußen nicht die Mannschaft ist, die sich einfach mal 5 Dinger einhauen lässt, sondern wo ich immer noch der Meinung bin, dass die oben mitspielen wird. Und dementsprechend haben wir nach unserer Leistung heute, wie wir sie bespielt haben und nichts zugelassen haben, die Mannschaft mit 5-1 besiegt. Ganz einfach. Okay. Wie hast du denn die 3 Tore heute von unserem Goalgetter, muss man ja mittlerweile sagen, Oskar Schauer gesehen? War das für dich eher eine Einzelleistung oder sagst du wirklich, das ist eine überragende Mannschaftsleistung gewesen, dass diese Tore zustande kamen? Beides. Gute Einzelleistung und natürlich eine Mannschaftsleistung, keine Frage. Weil Tore kann man nur schießen, wenn man dementsprechend auch die Bälle zugespielt bekommt. Ist ja keine Frage, weil der nimmt sich ja nicht den Ball vom 16er und läuft bis alleine vorne durch. Aber Oskar Schauer ist ein Spieler, der ist noch in der Entwicklung, der sich sehr gut entwickelt hat, zum Positiven hin. Aber vorher hat er so ein bisschen Defizite gehabt. Er hat sich so weit entwickelt, dass er wirklich auch ein Spiel entscheiden kann. Mit seiner Dynamik, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und wie er auch Fußball denkt, weil Fußball ist auch ein Denkspiel. Weil Fußball ist nicht nur ein Fußballspiel, sondern auch ein Denkspiel. Und was er macht, da denkt er sich auch was bei und muss dazu sagen, dass ein Oskar Schauer gerade wirklich einen Lauf hat. Keine Frage. Natürlich bedingt durch seine Hinterleute. Und da komme ich jetzt mal auf die Mannschaft zurückzusprechen. Die Mannschaft lässt es einfach zu, dass er so gut ist. Gab es Situationen, wo du sagst, da müssen wir noch dran arbeiten, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen oder bist du eigentlich hundertprozentig zufrieden mit diesem Spiel? Ja, sicherlich, schwebe im Moment auf Wolke 7, wenn man den Spitzenreiter 5-1 bezwingt, kann man eigentlich nur zufrieden sein. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich immer was auszusetzen habe. Es wird nie so sein, dass ich hundertprozentig zufrieden bin. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft heute, keine Frage, weil... ich habe zum Beispiel Glücksgriff gemacht heute, ich habe unseren Torwart, den Roman, der mich gerade hier interviewt, ja, die Chance gegeben, einfach mal als Belohnungsmatch heute, weil er sich wirklich reingehangen hat, dreimal die Woche trainiert hat, viermal, also dreimal Torwarttraining oder viermal Torwarttraining, viermal bei uns mit trainiert hat und er sich einfach verdient hat, sich auch mal in eine Mannschaft zu spielen, wo er eine Top-Abwehr vor sich hat und hat er sich verdient, hat seine Sache sehr gut gemacht oder du hast deine Sache sehr gut gemacht, Roman, nicht gleich rot werden, habe ihm auch den Vertrauen gegeben, habe ihm dann noch ein paar Worte zugesagt und er hat es angenommen und hat es umgesetzt und hat mich eigentlich wirklich zufriedengestellt. In diesem Sinne, vielen Dank für das Nein, Interview. Nein, das ist ja noch nicht alles. Ja, dann sage noch bitte. Eins dürfen wir nicht vergessen heute. Ja, da war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wie gesagt. Und wir haben mit heute mit dem Moritz Linke einen Mann auf dem Platz gehabt, der wirklich durch seine Dynamik unheimlich viel Positives in den Spiel reingebracht hat. Und ein Oliver Sosol, der sowas von dermaßen seit Wochen in einer Topform ist und wirklich seine Vorderleute den Rücken frei hält durch die Art und Weise, wie er spielt und Drecksarbeit macht und Wasser trägt, sich für keinen Meter zu schade ist. Und deswegen möchte ich auch sagen, war Olli für mich heute in einer Top-Mannschaft der Top-Man. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für dein Vertrauen und wir hoffen, dass wir noch viele weitere Siege interviewen können. Die Saison hat begonnen. Die Saison hat begonnen. Vielen Dank. Alles klar.